Ich erstelle in Microsoft Teams ein neues Team, füge Teilnehmer hinzu und erstelle danach ein Klassennotizbuch. Ich beginne hier oben einem Team beitreten oder ein Team erstellen, Team erstellen und ich erstelle ein Kursteam. Ich gebe dem Team einen Namen, Berufsbildungszentrum Natur Klasse 1. Weiter. Das Team wird erstellt. Nun füge ich die Lernenden dazu. Ich tippe die Mailadresse ein und klicke anschließend auf dieses kleine Fenster. Ich gebe die nächste Teilnehmer-Mailadresse hinzu. Auch hier auf dieses kleine Fenster klicken und so weiter für jede Person. Nach der Eingabe aller Teilnehmeradressen hier auf Hinzufügen. Schließen. Das Team ist erstellt. Hier können die Kanäle erstellt werden. Ich empfehle zum Beispiel, pro Fach einen Kanal zu erstellen. Die Kanäle werden hier bei diesen drei Punkten erstellt. Kanal hinzufügen und eben das Klassennotizbuch. Das fehlt noch. Ich kann sofort hier ein Klassennotizbuch einrichten. Das mache ich nun. OneNote Klassennotizbuch einrichten. Nochmals. Ja, ein leeres Notizbuch. Dann folgt diese Seite hier. Ja, es gibt nachher vier Bereiche. Ein Platz für Zusammenarbeit, wo alle Zugriffsrechte haben. Eine Bibliothek, wo Lehrpersonen Material zur Verfügung stellen können. Ein Abschnitt für Lehrer, also das sehe dann nur ich, aber die Schüler oder die Teilnehmer nicht. Und Notizbücher für die Lernenden. Weiter. Hier werden vier sogenannte Abschnitte bereits vorgeschlagen von Microsoft. Diese Struktur wird nachher in allen Teilnehmerordnern wieder erscheinen. Ich lösche mal das eine und ich würde hier wieder dieselben Namen nehmen wie hier links bei den Kanälen. Also wenn ich zum Beispiel den Kanal Word habe, würde ich das hier einmal eintippen, den Kanal Excel. Und natürlich kann man auch anschließend solche Ordner in den Teilnehmerordnern nachher wieder erstellen. Aber man kann sie nicht so praktisch und zentral im Nachhinein wieder löschen. Erstellen. Jetzt ist das Kursnotizbuch erstellt und hier schreibt mir Microsoft schon Zeug rein. Okay, vielleicht ist es ja gerade praktisch oder ich kann das auch einfach löschen. Denn ich will ja nur das Notizbuch und Achtung, hier bei diesem Bücherregal befindet sich nun alles, was ich immer brauche. Das blendet ab und zu wieder aus, damit man mehr Platz hat zum Arbeiten. Also hier immer wieder auf dieses Bücherregal klicken. Und jetzt habe ich dieselbe Struktur wieder. Hier eine Willkommensseite, dann die Inhaltsbibliothek oder einfach Bibliothek. Hier nur für Lehrer, wie ich das vorhin erwähnt habe. Und hier befinden sich alle Teilnehmer. Und wie gesagt, die Struktur, die ich vorhin belassen habe, die befindet sich nun in allen Ordnern aller Teilnehmer. Die kann ich nachher wieder verwenden. Das Notizbuch ist nun erstellt und ich fülle hier Material ein. Ich zeige das im nächsten Film.